Hallo liebe DRI-Follower, Lorenzo Zimmer hier aus dem Land der Sümpfe und Pelikane mit dem vierten Video in meinem Tagebuch. Hier aus Louisiana, aus Baton Rouge, und ich bin mal wieder für euch auf dem Campus der LSU unterwegs. Das heutige Video widme ich einem Lieblingsthema von mir, und zwar dem Essen. Essen spielt hier natürlich eine große Rolle. Die Studierenden sind hier, hatte ich euch ja im letzten Video schon gesagt, wirklich den ganzen Tag auf dem Campus, verbringen viel Zeit hier, und dementsprechend gibt es natürlich auch einige Orte, wo man sich was zu essen holen kann. Hier direkt hinter mir seht ihr das große Gebäude der Students Union. In der Students Union gibt es, wie gesagt, einige Orte, wo man sich was zu essen holen kann. Genauer gesagt, es gibt einige Fastfood-Restaurants, von Sushi über mehrere Burger, Burritos. Es gibt ein McDonald's, es gibt Chick-fil-A, was hier bei den Studierenden wirklich sehr gut ankommt und extrem viel genutzt wird. Es gibt in einem anderen Gebäude nebenan gibt es auch ein Starbucks, also Kaffee. Und wir haben uns allerdings einen anderen Lieblingskaffeeort ausgesucht, nämlich Highland Coffee. Da holen wir uns eigentlich jeden Morgen einen Espresso oder spätestens nach dem Mittagessen. Allerdings essen wir gar nicht so viel hier in der Students Union, weil es da hauptsächlich eben Fast Food gibt, und das hängt uns dann nach ein paar Tagen doch ziemlich zum Hals raus, sondern wir essen meistens im Faculty Club. Der Faculty Club der LSU war ursprünglich eine Mensa, die nur den Professorinnen und Professoren vorbehalten war, und muss damals auch richtig gutes Essen gehabt haben. Das ist zumindest das, was uns die Profs erzählt haben, dass das absolut feinste Küche war und dass man mit Gästen eigentlich immer automatisch in den Faculty Club gegangen ist. Seit einigen Jahren ist der Besuch dort eben auch für Studierende frei, und die Professoren gehen seitdem gar nicht mehr so gerne hin, zumindest haben uns das ein paar erzählt, dass seitdem auch das Essen schlechter geworden sei. Das können wir ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil das Essen ist wirklich bombastisch. Wir haben gleich am ersten Tag so ein Gulasch erwischt, was wirklich, also klar, hier gibt es eben auch ganz viel Rinderzucht und Viehzucht. Deswegen, die verstehen wirklich was von Rindfleisch und auch wie man es zubereitet. Aber das war sowas von butterzart und richtig lecker. Und seitdem gehen wir eigentlich richtig gerne in den Faculty Club essen mittags. Und das ist mit einer deutschen Mensa im Prinzip nicht zu vergleichen. So ein Mittagessen im Faculty Club kostet 11 Dollar. Das sind umgerechnet 9 Euro, was sich jetzt für ein Mensa-Essen ziemlich viel anhört. Allerdings muss man natürlich wissen, das ist all you can eat. Das heißt, es ist alles dabei. Getränke sind dabei, es gibt Eistee, Limonade und Wasser, so viel du möchtest. Es gibt Salate und Vorspeisen, es gibt eben Hauptgänge, verschiedene, vegetarisch und mit Fleisch. Und es gibt auch Dessert, Kekse, Pudding, Kuchen, und alles ist all you can eat. Es gibt außerdem natürlich eine Suppe und meistens noch so Sandwiches, man kann sich also sogar was mitnehmen. Und wenn man das alles mit einberechnet, am Ende gibt es auch noch einen Kaffee. Der ist mit richtigem Kaffee nicht wirklich zu vergleichen, sondern das ist das, was man den Amerikanern nachsagt. Das ist so ziemlich dünner Kaffee, nicht wirklich genießbar. Das heißt, meistens müssen wir dann doch noch zu unserem Highland Coffee gehen und uns da einen Espresso holen, wenn wir das Bedürfnis danach haben und das Mittagsloch überwinden wollen. Aber wenn man eben bedenkt, dass alles drin ist, und alles all you can eat ist, so viel man möchte, dann sind die 11 Dollar, würde ich sagen, absolut gerechtfertigt. Das war's mit der heutigen Ausgabe aus dem Land der Sümpfe und Pelikane. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein und Prösterchen. Bye, bye.